Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin auf der IAA Mobility in München und am Stand vom Automobilzulieferer Forvia schaue ich mir einige coole Neuheiten aus dem Bereich Sicherheit, Fahrzeugbeleuchtung und nachhaltige Materialien an. Wenn ihr euch für Technik interessiert, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Beginnen wir einmal bei diesem futuristischen Cockpit. Abgesehen davon, dass wir hier schön integrierte Infotainment-Displays haben, gibt es hier auch noch ein Zusammenspiel verschiedener nachhaltiger Materialien. Besonders gut gefallen hat mir hier die Lederalternative aus Ananasblättern. Es sieht aus wie Leder und fühlt sich meiner Meinung nach auch sehr ähnlich an. Auf jeden Fall sehr spannend, welche Materialien hier nun zum Einsatz kommen, um auch den Fahrzeuginnenraum nachhaltiger zu gestalten. Ansonsten haben wir hier auch interessante Features wie beheizbare Oberflächen an der Armauflage. Dies hat den Vorteil, dass es weniger Energie verbraucht als eine Heizung. Und das ist natürlich vor allem für Elektrofahrzeuge besonders interessant. Für die Sicherheit sorgen verschiedene Sensoren und Kameras, die Forvia im Angebot hat. So haben die High-Resolution Corner Radars, die an allen vier Ecken des Fahrzeugs angebracht sind, alles im Blick, was sich um das Fahrzeug abspielt. Dieser Sensor wird für Level 2 plus autonomes Fahren benötigt, zum Beispiel für Blindspot Detection und Lane Change. Auch sehr spannend ist der Körperschallsensor Shake. Im Radkasten verbaut, identifiziert er den Straßenzustand und erkennt hier zum Beispiel einen möglichen Wasserfilm auf der Fahrbahnoberfläche, so können sich die Sicherheitssysteme dann besser auf Aquaplaning vorbereiten. Verbaut sind die Sensoren zum Beispiel im Porsche 911. Der E-Mirror ist auch ein wichtiges Sicherheitsthema. Durch den Wegfall der Außenspiegel und die nun zum Einsatz kommenden Kameras kann das Fahrzeug nicht nur aerodynamischer designt werden, es bringt auch mehr Sicherheit. Dank einer intelligenten Objekterkennung können durch Augmented Reality beispielsweise andere Verkehrsteilnehmer bei schlechten Lichtverhältnissen hervorgehoben werden. Auch können durch das Zusammenspiel der verschiedenen Kameras Funktionen wie Transparent Back ermöglicht werden, bei denen das Fahrzeug transparent geschaltet werden kann, um den rückwärtigen Verkehr zu sehen. Und ein Feature, das ich bisher so noch nicht kannte, war die Unterbodenkamera. Diese soll bei Geländewagen für zusätzliche Sicherheit sorgen, denn dadurch kann der Fahrer in unwegsamem Gelände immer im Blick behalten, wie der Untergrund aufgebaut ist und wo sich die Räder genau befinden. Wie man im Video sehen kann, ist das auf jeden Fall durchaus praktisch. Auch gibt es dank KI eine Objekterkennung, was auch zur Sicherheit beitragen kann. In der Studie Lumière werden unter anderem interessante Konzepte rund um die Außenbeleuchtung demonstriert. So kann das Fahrzeug auch komplexe Hinweise auf die Straße projizieren. Spannend fand ich auch die Front Digital Shields. Die Module an der Fahrzeugfront können hier verschiedene Aufgaben erledigen. Beispielsweise kann anderen Verkehrsteilnehmern durch Farben signalisiert werden, ob nun ein Fahrer die Kontrolle hat oder das Fahrzeug autonom unterwegs ist. Auch können Hinweise für Fußgänger eingeblendet werden, wie hier, um zu signalisieren, dass sie nun sicher die Straße überqueren können. Diese Interaktion zwischen anderen Verkehrsteilnehmern und dem Fahrzeug ist in Zukunft bei autonomen Fahrzeugen auf jeden Fall sehr wichtig und ich bin gespannt, für was die Kunden von Forvia sich entscheiden werden. Und das waren meine Highlights von Forvia hier auf der IAA Mobility. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.